In WabiProfi 3 haben Sie selbstverständlich die Möglichkeit, Ihre Kunden zu verwalten. Der Kundenstamm ist wirklich ein sehr großes und mächtiges Modul, dessen Funktionalität und Abhängigkeiten Sie in keinster Weise unterschätzen sollten. Den Kundenstamm erreichen Sie über das Startmenü, hier Kunden oder eine Schnellwahlleiste oben Kunden oder hier über die Menüleiste. Auch der Kundenstamm kann natürlich zugriffsgeschützt werden, wie in den vorhergehenden Videos bereits schon mehrfach erwähnt. Über Administration, Systemeinstellungen, Rechtevergabe können Sie benutzerabhängig festlegen, wer was darf. Okay. Der Kundenstamm beinhaltet alle Informationen zu einem Kunden. Wir werden in diesem Video Ihnen lediglich einen Überblick geben, was der Kundenstamm kann, wofür die einzelnen Funktionen eventuell gut sind. Wir werden aber nicht im Detail darauf eingehen, denn das würde jeden zeitlichen Rahmen sprengen. Weil da könnten wir ruhig 2-3 Stunden drüber reden und wir wollen Ihnen einfach mal zeigen, ja, was kann ich denn damit tun? Okay, und wir fangen auch gleich mit einem praktischen Beispiel an. Auf der rechten Seite hier haben wir Ihre Liste mit allen von Ihnen eingegebenen Kunden, die Sie nach Firmenname, nach Kundennummer, nach Nachname, nach Ort, Postleitzahl und so weiter sortieren können. An dieser Stelle möchte ich gleich mal auf eine Frage eingehen, die in der Praxis immer wieder mal auftaucht. Hey, meine Firmen sind zum Beispiel alle weg oder ich habe nicht alle Kunden da. In unserem Beispiel sortieren wir einfach mal nach Nachname unsere Liste und haben hier die Susi Huber und den Franz Reiner. Ja? Und wenn wir jetzt auf Firma gehen, haben wir wiederum andere. Warum ist es so? Bei Firma zeigt er Ihnen die an, die eine Firma haben. Und bei Nachname zeigt er alle Kunden an, bei denen Sie einen Nachnamen eingetragen haben. Also es macht durchaus Sinn. Ich gehe jetzt mal hier auf Kundennummer. Alles klar. Okay. Rechts die Liste, links die Details dazu. Im Prinzip ist es ja klar, aber wir machen einfach ein praktisches Beispiel. Wir legen einen Kunden an, und zwar da wir in Bayern sind, machen wir den Franzl Sepp. Okay, der wohnt im Testweg 33 und in der Postleitzahl 92421. WabiProfi 3 verfügt über die Postleitzahlendatei, die Sie ergänzen, editieren können, wie auch immer, wo er eine eingetragene Postleitzahl auch gleich den Ort dazu sucht und Ihnen anzeigt. Findet WabiProfi 3, das ist jetzt eine generelle Information, mehrere Orte zu einer Postleitzahl, erhalten Sie eine Liste zur Auswahl, die Sie dann ganz einfach per Klick bestätigen können. Okay, Sie sollten sich bitte angewöhnen, die Daten vollständig einzugeben. Warum? Denn Sie können Daten nur so weit hingehend verarbeiten, wie Sie es natürlich im Vorfeld eingetragen haben. Simples Beispiel. Ich mache jetzt einfach mal so und wir machen jetzt mal einen Fax. So, anhand dieses Beispiels kann man es vielleicht erklären. Sie können nämlich aus WabiProfi 3 heraus ganz einfach einen Fax versenden, insofern Sie natürlich Fritzfax installiert haben. Und WabiProfi 3 übergibt es gleich im Fritzfax die Faxnummer. Sie brauchen also nichts mehr groß eintragen. Das heißt, je komfortabler Sie Informationen im Vorfeld hinterlegen und je vollständiger, desto toller und bequemer haben Sie es hinterher. Also machen Sie sich einmal die Arbeit, das kostet nicht viel Zeit mehr. Okay, klar. Auf jeden Button mit 3 Pünktchen können Sie Ihre eigenen Standards definieren, die dann individuell auf Sie angepasst sind und die Sie dann zur Auswahl haben. Eine Frage, die immer wieder auftaucht, hey, warum kann ich keine E-Mails eingeben oder keine Webadressen eingeben? Ganz einfach. Sie müssen den Kunden erst abspeichern. Erst dann, wenn der Kunde gespeichert ist, haben Sie die Möglichkeit, beliebig viele Mails oder URLs zu hinterlegen. Das Feld Geburtstagsdatum ist sehr, sehr schön. Wenn Sie wissen, wann der Kunde Geburtstag hat, dann tragen Sie es bitte ein. Denn WabiProfi 3 kann Ihnen automatisch, wenn Sie das so eingestellt haben, einen Geburtstagsgutschein oder lediglich einen Glückwunsch 3 oder 5 Tage vorher ausdrucken, je nachdem, was Sie halt einstellen. So, damit der Kunde dann von Ihnen ein Schreiben kriegt. Lieber Herr Franzl Sepp, alles Gute zu Ihrem 33. Geburtstag. Wünscht Ihnen Ihr, was weiß ich, Serviceteam von meiner Firma. Das können Sie alles machen mit WabiProfi 3, aber natürlich nur, wenn die Information vorliegt. Okay, Kunde gesperrt, ja, nein, klar, ist der Kunde gesperrt, das heißt, darf er bei Ihnen weiterhin einkaufen oder nicht? Oder sagen Sie, nee, du kriegst von mir nichts mehr? Das können Sie hier mitmachen.
Kunden-ERN. Hier geben Sie, wenn Sie einen bereits vorgefertigte ERN-Karten oder Kundenkarten haben mit einem aufgedruckten ERN, den ERN ein oder scannen ihn einfach ein. Und wenn Sie keine solche Kundenkarten haben, was die wenigsten im Übrigen sind, lassen Sie dieses Feld einfach frei. Denn Wabi Profi 3 generiert dann selbst aus der Kundennummer seinen eigenen Kunden-ERN, den Sie dann mit auf einen Kundenausweis, auf einen Etikett, wie auch immer, zum Ausdruck bringen können. An der Stelle beantworte ich auch gleich noch eine Frage, die ab und zu mal vorkommt. Können Sie die Kundennummer ändern? Nein, das können Sie leider nicht, denn Wabi Profi 3 verfügt über sein eigenes internes Verknüpfungssystem. Das heißt, alles wird über interne Nummern miteinander verknüpft. Es steht also nirgends dann in einer Rechnung, dass es der Meier oder der Franzl-Sepp ist, sondern es steht einfach Kundennummer 6 drin. Und die Informationen werden aus dem Kundenstamm dann gezogen oder aus der Gültigkeitstabelle, die datumsabhängig sein kann. Weil ein Kunde kann ja innerhalb eines Lebens mehrmals umziehen. Okay, aber er ändert wahrscheinlich dann nicht seinen Namen. Also das kann Wabi Profi 3 auch. Soweit, so gut. Also, Kunden-ERN ist klar, Kundennummer ist auch klar. Konditionen, Valuta, Skonto, Rabatt sind einfach, Rabatt sind Informationen, die auf jeden Verkauf zutreffen. Skonto und Valuta sind natürlich nur Informationen, die auf Rechnungen zutreffen. Preislistenzuordnungen, hier können Sie einen Kunden abweichend von dem hinterlegten Standardpreis eines Artikels eine Preisliste zuweisen, die Sie natürlich im Artikelstamm hinterlegen können oder hinterlegt haben. Das haben wir bereits im Video Artikelstamm Staffelpreise sehr, sehr schön erklärt. So, da können Sie sagen, lieber Kunde, du bekommst immer die Preisliste 2, weil ich dich so gern habe, was auch immer. Und unabhängig von der Abnahmemenge bekommt der Kunde anstatt vom Standardpreis 100 Euro den Artikel, zum Beispiel mit dem hinterlegten Staffelpreis 2 von 90 Euro den Artikel quasi für 90 Euro. Also ist ganz cool. Ich bitte Sie, Folgendes nicht zu tun, dass Sie sagen, du kriegst von mir 10% Rabatt und die Preisliste 2. Da können Sie sich sehr, sehr schnell selbst ins Bein schießen, sagt man so schön. Das heißt, Sie können Ihren Gewinn drastisch reduzieren und haben keine Kontrolle mehr oder wissen dann zum Beispiel nicht, ja, warum verdiene ich jetzt so wenig an dem Artikel. Also entscheiden Sie sich, machen Sie eine klare Linie, dass Sie sagen, entweder Preisliste 2, also ein Staffelpreis oder ein Rabatt. Bankverbindung ist klar. Hier können Sie, wenn Sie Rechnungen an den Kunden stellen, automatisch, also wenn Sie Lastschriftverfahren mit ihm vereinbart haben, können Sie sagen, okay, ich buche von deinem Konto ab, du gibst mir diese Informationen. Wie gesagt, dies wird auch in einem separaten Video erklärt. Bemerkungen, hier können Sie einfach Informationen zum Kunden reinschreiben und hier haben wir die Interessengebiete. Interessengebiete können Sie auch dem Kunden zuordnen, dass Sie sagen, der Kunde interessiert sich für Angebote, für gelbe Waschmaschinen oder für den 300. Fernseher, den er jetzt dann im Wohnzimmer hat. Wenn Sie kritische Dinge verkaufen, in denen Sie Passnummern vom Kunden benötigen, können Sie die hier eintragen. Steuernummer ist klar. Wabi Profi 3 hat auch ein Kfz-Modul, in dem Sie den Fuhrpark des Kunden verwalten könnten oder auch Fahrzeugdokumente einscannen könnten. Dieses Modul ist allerdings optional und muss, wie der Name schon sagt, zusätzlich erworben werden. Unter gekaufte Artikel sehen Sie alles, was der Kunde jemals eingekauft hat bei Ihnen. Und bei Sonstiges haben Sie die Möglichkeit, Abrechnungsarten bei Sammelrechnungen zu hinterlegen. Wenn der Kunde eine Firma ist, empfiehlt es sich, das Ganze hier netto zu machen. Und wenn der Kunde keine Firma ist, empfiehlt es sich, das Häkchen zu setzen, dass man sagt, okay, Sammelrechnungen mache ich immer brutto. Rein rechnerisch kommt immer das Gleiche raus, aber es geht halt einfach um die Darstellung der Preise. Viele legen da Wert darauf, dass da Nettopreise sind. Okay, aber nur bei Sammelrechnungen wohlgemerkt. So, jetzt haben wir die wichtigen Informationen, das heißt, wir speichern den Kunden ab. Ja, wir wollen speichern und jetzt haben wir tatsächlich die Möglichkeit, auf E-Mails zu klicken und auf URLs zu klicken. Hier können Sie nun E-Mail-Adressen für den Kunden hinterlegen. Ups. So, ich mache jetzt einfach mal schnell wabi1.de und wabi3.de. Machen wir es einfach mal so. Und nun können Sie, wenn Sie in den Systemeinstellungen eingetragen haben, welchen E-Mail-Client Sie verwenden, einfach hier draufklicken, können Zusatztexte einfach importieren und nun sagen Sie übernehmen. Wird automatisch die MAPI-Schnittstelle geöffnet und Wabi Profi 3 übernimmt die hinterlegten E-Mail-Adressen an den Kunden. Und da könnten Sie jetzt Ihren Text, den Sie vielleicht im Vorfeld importiert haben, über die komfortablen Textbausteine oder hier einen Text von Hand reingeschrieben haben, das ganze Ding einfach senden. Also ist ganz cool.
Genauso verhält es sich natürlich mit den URLs. Hier können Sie beliebig viele Webseiten eintragen und dann einfach auswählen und auf diesen kleinen Button klicken, damit die Webseite automatisch aufgerufen wird. Des Weiteren haben Sie natürlich die Möglichkeit, zusätzliche Menüs per Rechtsklick in der Liste aufzurufen oder über die Toolbox auch weitere Funktionen aufzurufen. Okay, aber wie gesagt, das ist Bestandteil von separaten Videos. Frage, diese Menüleiste an der Seite, was ist es, was macht die? Ganz einfach, wenn Sie zum Beispiel nach Firma sortiert haben, ja, und die sagen, wenn Sie wirklich viele Kunden drin haben, dann macht es durchaus Sinn, dass Sie sagen, zeig mir mal alle Firmen, die mit A beginnen. Oder Sie könnten auf Stern klicken, dann zeigt er wieder alle an, die eine Firma haben. Oder Sie könnten sagen, alle, die mit L beginnen. Ne? Oder wie auch immer mit I und so weiter und so fort. Das gleiche ist natürlich für den Nachnamen gültig. Hier haben wir zum Beispiel zwei, die mit S beginnen. Wenn ich jetzt auf S klicke, sollten wir den Sepp Franzl und die Susi Huber haben. Ja, ist cool. Also das macht durchaus Sinn, das macht Spaß. Wenn Sie vieles haben, wo Sie sagen, das will ich sehen. Okay, so können Sie, indem Sie auf alle klicken, wieder den Filter entfernen. Oder wenn Sie sagen, ja, ich muss jetzt hier irgendwas suchen, meine Liste, weil da habe ich jetzt 20.000 Kunden, dann ist zwar das sehr schön mit der Leiste, aber trotzdem unpraktikabel oder nicht ganz so toll. Da können Sie dann, wie gesagt, nach irgendwas suchen, nach 92421. Dann zeigt er Ihnen alle an, die das Suchkriterium 92421 haben. Und zwar sucht er hier in der Firma, im Vor- und Nachnamen, in der Straße, Postleitzahl, Ort und in der Telefonnummer und in der Handynummer und in der E-Mail-Adresse. Also der von Ihnen eingegebene Begriff wird dann hier gesucht, hier wieder entfernt. Zum Suchen. Standardmäßig haben Sie diese Suche. Das heißt, hier geben Sie zum Beispiel 92421 ein und können auf Suchen klicken. Nach Weitersuchen. Und dann geht er halt vom ersten bis zum nächsten Treffer mit dem gleichen Algorithmus. Das heißt, er sucht überall, wie ich es gerade erklärt habe. Wenn Sie die Maus betrachten, indem Sie auf Suchen fahren, sehen Sie, dass hier heißt Suche aktivieren, Steuerung plus Klick. Also wir machen das mal Steuerung plus Klick. Hier können Sie einstellen, welche Variante der Suche Sie verwenden wollen. Die erweiterte Variante ist meiner Meinung nach die angenehmere, weil Sie jetzt hier einfach eingeben, was Sie brauchen, zum Beispiel 92421, und dann sucht er automatisch in allen Vorkommnissen, in den Algorithmus und zeigt Ihnen die dementsprechenden Treffer an. Ja, das ist ganz cool. Genau, und übernimmt es dann hier unten, den Sie natürlich wieder dann entfernen könnten. Auch haben Sie die Möglichkeit, sich gelöschte Datensätze anzeigen zu lassen oder Kunden, die Sie gesperrt haben. Warum kann man einen Kunden sperren? Der Kunde zahlt nicht mehr, schlechtes Verhältnis zum Kunden, was auch immer. Hier, wenn Sie hier sagen, nein, der Kunde ist gesperrt, dann wird er Ihnen auch nicht mehr in der aktiven Liste angezeigt. Denn es macht ja keinen Sinn, dass Sie 20 Millionen gesperrte Kunden hier sich anzeigen lassen. Deswegen, wenn Sie die Zusammenarbeit mit einem Kunden beendet haben, dann ruhig den Kundenstatus auf gesperrt Ja setzen, dann ist die Liste nämlich übersichtlicher. Gelöschte Datensätze, vielleicht an der Stelle noch. Ab wann können Sie einen Datensatz löschen oder einen Kunden löschen? Sie können einen Kunden dann löschen, wenn dem Kunden keine Verkäufe zugeordnet sind. Schauen wir einfach mal, ob wir hier einen haben. Haben wir hier keinen, der Laufkunde hat was gekauft, sonst keiner, das ist aber blöd. Dann verkaufen wir ganz schnell was. Neuen Umsatztag will er. Okay, also ich mache jetzt irgendwas, egal. Sag Kunde, wir nehmen den Franz und sagen bezahlen, Ware passt, weiter. Ja, so schnell kann übrigens der Verkauf gehen. Aber das ist jetzt nicht Bestandteil dieses Videos. So, wenn wir jetzt auf den Franz gehen und sagen löschen, ist der Kunde plötzlich weg. Sagen Sie, ja, das ist ja super, der ist ja gelöscht. Ja, er ist hier bei den gelöschten Datensätzen. Das heißt, diese gelöschten Datensätze werden bei jedem Start geprüft, können diese endgültig entfernt werden. Denn es kann ja sein, dass Sie sagen, den Kunden brauche ich nicht mehr, und wenn die gesetzliche Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist oder Sie eine Betriebsprüfung hatten, dass der Prüfer gesagt hat, okay, alle Verkäufe bis zum Jahre 2008 kann man jetzt löschen. Dann können Sie das dem System mitteilen und dann werden natürlich alle Informationen, auch die eventuell damit verknüpft sind, entfernt. Das heißt, wenn unser Sepp Franzl im Jahre 2008 das letzte Mal gekauft hat und Ihr Finanzprüfer gesagt hat, okay,
bis, also ab den 1.2009 kann, also bis dahin kann alles weg. Dann werden die Verkäufe gelöscht und der Franzl Sepp ist dann auch weg. So, damit das Ganze einfach für sie übersichtlicher wird, weil einen Kunden, den sie vor 30 Jahren mal gehabt haben, heute noch aufzubewahren, man weiß es nicht. Lebt er noch, lebt er nicht mehr, ist er umgezogen, ist die Adresse noch existent, gibt es, stimmen die Kontaktinformationen noch und und. So, es kommt auch immer wieder die Frage, wo die Leute sagen, hey, ich habe jetzt den aus Versehen gelöscht, was mache ich denn jetzt? Das wollte ich gar nicht. Okay, ist ganz einfach. Sie gehen auf gelöschte Datensätze und können dann den Datensatz anklicken und erneut auf Löschen klicken. Nun sagt Wabi Profi 3, hey, den habe ich vorgemerkt zum Löschen. Soll ich diese Löschmarkierung rückgängig machen? Dann sagen sie ja. Und jetzt ist er aus den gelöschten heraus und Sie sehen, dass unser Franzl Sepp jetzt halt wieder bei den normalen ist. Also das heißt, so können Sie Löschmarkierungen rückgängig machen. Sollte ein Datensatz unkritisch sein, also das heißt, wenn Sie für einen Verkauf keine Querverweise, also für einen Kunden keine Querverweise haben oder von einem Verkauf keinen Querverweis zu einem Kunden, so, das heißt, wir haben ja hier beim Seppel Franz hier einen Verweis zu einem Verkauf, dann kann der natürlich nicht gelöscht werden, wie ich gerade erklärt habe, aber haben Sie jetzt zum Beispiel für die Susi Huber keine Querverweise, also das heißt keine Lieferadressen, keine Verkäufe und so weiter, dann kann dieser Datensatz jederzeit gelöscht werden. Und zwar wird jetzt beim wird die Susi Huber beim nächsten Start, also das heißt, wenn Wabi das nächste Mal startet, überprüft Wabi, gibt es unkritische Datensätze und die kann er dann entfernen. Also die ist dann beim nächsten Start definitiv weg. Okay, so viel dazu. Ich würde sagen, das ist jetzt halt mal so der Übersicht, die Übersicht des, über den Kundenstamm gewesen. Und es macht wirklich Sinn, dass Sie sich auch die anderen Querverweise, also oder die anderen Videos ansehen für den Kundenstamm, denn hier gibt es wirklich sehr, sehr viel zu sehen. Das heißt, wie rufen Sie Statistiken auf, einfach per Klick, die Sie für einen Kunden getätigten haben? Wie verwenden Sie das Bonussystem und und. Deswegen vielleicht bis zum nächsten Video. Bis bald.